Die Wohnung Gottes unter den Menschen, die roten Textilien am Herz-Jesu-Altar sollen das Zelt Gottes symbolisieren. Allerdings nicht mehr lange, denn die Planungen für die Umgestaltung des Sakramentsaltars sind in vollem Gange. Das Ziel ist zum einen die liturgische Aufwertung des Altars der Dompfarrei, auf der anderen Seite soll die komplexe Gestaltung aus den 90er Jahren wieder zurückgenommen werden. Er ist ein Altar, der sich nicht jedem sofort erschlossen hat, der teilweise auch, wie wir sehen konnten, keine einheitliche Konzeption hatte, auch viele Elemente hatte, und das sollte jetzt einfach bereinigt werden, sollte auf eine klare Form gebracht werden, die auch eindeutig klar den Tabernakel in die Mitte stellt. Und natürlich war die Idee gegeben worden, die Petelfigur in die Mitte zu stellen, für die wir schon lange einen guten Platz suchen. Diese Figur ist schon seit vielen Jahren im Dom, nur eben an wenig prominenter Stelle. Der Ecce Homo ist eines der Meisterwerke des Bildhauers Georg Petel und soll in Zukunft im Mittelpunkt des neuen Altars stehen. Geplant ist ein sogenannter Flügelaltar, der in Farbe und Form deutlich schlichter als der bisherige Altar ist. Verantwortlicher Architekt der Planungen ist Wilhelm Huber. Er setzt auf einen ganz besonderen Stein als Baumaterial. Der Stein, der nennt sich, das ist ein französischer Stein, der nennt sich Comblangien. Er kommt aus Burgundland. Und dieser Stein ist ein Kalkstein, der sehr dicht ist und insgesamt eine sehr helle Farbe hat. Und diese Farbe, das war uns wichtig, dass man diese Farbe verwendet, diesen Stein, der eigentlich im Dom überall vorkommt, der im Dom überall präsent ist. Also es sind sehr viele Stellen, selbst der Boden ist aus Kalkstein. Das Gesamtgewicht des neuen Altars wird rund 20 Tonnen betragen. Die Flügel können auch geschlossen werden. Dann ist ein Relief unserer Milchstraße zu sehen. Bis der neue Altar eingeweiht werden kann, wird es aber noch dauern. Geplant ist der 1. März 2015. Die Kosten werden sich auf rund 385.000 Euro belaufen.